Hallo Freunde, wisst ihr schon das Neueste? Der Tolzin ist jetzt unter die Propheten gegangen. Ihr wisst ja, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's gänzlichst ungeniert. Und darum versuche ich mich jetzt mal als Prophet. Wenn ihr also wissen wollt, wie die nächsten 2 Jahre ablaufen werden, was da alles passieren wird, dann schaltet nicht ab, ansonsten abschalten. Also ich sage voraus, noch vor 2025 werden die Amerikaner komplett aus Deutschland abgezogen sein, weil sie gar nicht anders können. Mitsamt ihren Drohnen, ihren Atomwaffen und sonstigen Klimbim. Noch vor 2025 wird das deutsche Volk eine Verfassung verabschiedet haben im Rahmen eines Volksentscheids. Deutschland wird also völlig souverän sein als Nation, auch in jedem völkerrechtlichen Sinne. Deutschland wird eine komplett neue Regierung haben, vielleicht auch Regierungsform, das hängt davon ab, wie die Diskussion um die Verfassung ausgeht. Wir werden einen Friedensvertrag haben mit Russland. Nicht nur einen Friedensvertrag, sogar einen Freundschaftsvertrag. Mit den Alliierten, Frankreich und Großbritannien, werden wir auch einen Friedensvertrag haben, weil ich davon ausgehe, dass bis 2025 auch dort sich politisch ganz viel verändert hat. Was die USA angeht, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, denn die werden eine ganze Weile sehr viel mit sich selbst beschäftigt sein. Dazu sage ich später nochmal was. Ja, wie komme ich auf die Idee, ja, dass sich das alles jetzt in den nächsten 2 Jahren so drastisch verändern wird? Ich glaube, dass das US-Imperium am Zusammenbrechen ist. Das dauert vielleicht nur noch ein paar Monate, bis zumindest die beiden Administrationen, die Demokraten, ihre Macht aufgeben müssen. Die werden die Macht nicht einfach so abgeben. Ja? Die werden sich wehren. Das haben wir ja schon nach der letzten Wahl gemerkt. Oder bei der letzten Wahl, Präsidentschaftswahl in den USA gemerkt, dass da betrogen wurde nach Strich und Faden. Das ist ja eigentlich jedem, der nicht nur Tagesschau guckt, ist das völlig klar. Ja? Dieses globale Verbrechersyndikat besteht ja aus Psychopathen der schlimmsten Sorte. Das sind diejenigen, die ihr persönliches Trauma nur dann glauben, in den Griff zu bekommen, zu beherrschen, indem sie völlige Kontrolle über andere Menschen ausüben. Und das kann ein extremer Psychopath nur dann in der unmittelbaren Beherrschung von Leben und Tod eines anderen Menschen. Und oder sexueller Missbrauch von Minderjährigen. Wir wissen ja, was auf der Insel, oder sagen wir mal so, wir wissen es nicht, wir ahnen es vielleicht, was auf der Insel vom Epstein alles ablief, vor allem in den verborgenen Räumen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, wir haben es mit Psychopathen zu tun, die sich nur sicher fühlen, wenn sie ihr Umfeld unter vollständiger Kontrolle halten. Und die können auch nur deshalb zusammenarbeiten, ja, in einem Netzwerk zusammenarbeiten, weil die voneinander wissen, wer welche Leichen im Keller hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer also ausschert, ist weg vom Fenster. Wird umgebracht, zum Beispiel wie der Epstein. Ja? Der Epstein war vielleicht bereit zu reden. Ja? Der Great Reset.
erscheint uns Oppositionellen als der Masterplan des globalen Verbrechersyndikats zur Erringung der Weltherrschaft, der kompletten Erringung der Weltherrschaft. Aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, liebe Leute, der Great Reset ist nichts mehr als ein Verzweiflungsplan. Denn dass die Verschuldungsblase der US-Regierung, dass die irgendwann platzt, muss ja völlig, also ist ja klar, das kann ja gar nicht anders sein. Hinter dem Eisernen Thron in Washington steht das globale Verbrechersyndikat. Und die regieren mit Hilfe von einem Dutzend Flugzeugträger die ganze Welt, dominieren die ganze Welt. Behaupten, sie beschützen die Demokratien und die Werte des Westens. Ja. Darf man mal hinterfragen, ob das wahr ist. Ja. Ob das dann sein muss, dass man jedes Land, das sich vom US-Dollar abwenden will, als Außenhandelswährung, ob man das wirklich dann bombardieren müsste, wenn es einem um Demokratie und westliche Werte ginge. Also die Macht des tiefen Staates, des globalen Verbrechersyndikats, basiert auf der US-Regierung. Und die Macht der US-Regierung basiert auf 12 Flugzeugträgern. Und die werden finanziert durch Schulden. Die Zentralbank der USA, die druckt ja seit Jahrzehnten Dollar und druckt und druckt und druckt und druckt. Und merkwürdigerweise wird das nicht zu einer Inflation. Es führt nicht zu einer Inflation in den USA. Warum? Weil diese Dollars abfließen. Die fließen zu den Zentralbanken der Welt, die ja Milliarden von US-Dollar horten müssen, um ihren Außenhandel abwickeln zu können. Ja? Denn jedes Land, das sein Öl oder Ressourcen nicht gegen US-Dollar, sondern gegen eine andere Währung verkaufen will, wird halt bombardiert. So ist das. So, und diese Blase bricht jetzt zusammen. Die platzt vielmehr. Jetzt ist es soweit, ja. Es war schon ein paar Mal fast soweit, aber jetzt ist es nicht mehr aufhaltbar. Ja, dafür hat unter anderem auch Russland gesorgt, weil Russland sich nicht mehr einschüchtern lässt von den Flugzeugträgern und den Drohgebärden der USA. Und jetzt wird sichtbar, dass ein Großteil der Nationen dieser Welt auch die Schnauze voll hat von der USA ständig dominiert zu werden, erpresst zu werden mit Regime-Change konfrontiert zu werden, im eigenen Land, finanziert durch die USA, finanziert durch bestimmte Stiftungen und NGOs. Ja. So, also das US-Imperium wird zusammenbrechen und ja, dann wird sich zeigen, ob es Putin, ob es Russland ernst meint mit einer neuen Weltordnung der multipolaren Art, wo sich alle Nationen auf Augenhöhe begegnen. Das wird sich dann zeigen. Da werden wir aufpassen, ja? Was Putin treiben wird, wenn die USA wegbricht als Weltmacht. Dann werden wir auch vielleicht sehen, welches Geisteskind China ist. Spannend. Ja. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das deshalb, damit ihr euch ein bisschen mehr entspannen könnt. Diese
diese Krise, durch die wir gerade gehen, durch die die Welt gerade geht, ist eine Art Reinigungsprozess. Und es ist spannend. Wie die neue Welt aussehen wird, die daraus hervorgeht. Und eigentlich die zentrale Botschaft dieses Videos ist die, du und ich. Wir können mitgestalten, mitbestimmen, wie die neue Ordnung in Deutschland aussehen wird und indirekt auch die neue Ordnung in Europa und in der Welt. Ob wir eine Friedensordnung haben werden, oder eine Scheinfriedensordnung. Und es wird vermutlich, wenn diese Regierung zusammenbricht, ja, die tun ja alles, diese Regierung tut alles, Baerbock und Habeck und Scholz und auch der Lindner, der komische Lindner, die versuchen ja alles, um die Menschen gegen sich aufzubringen. Ist doch unglaublich. Alles. Ja. Da fehlt nur noch der Schießbefehl auf Demonstranten. Ja. Und das könnte sein, dass es nahe dahin kommt, aber es wird nicht dazu kommen. Also sie werden in die Versuchung kommen, denke ich mal, wenn nämlich demnächst 100.000 auf der Straße sind. Ja. Und die USA ist weg, ja, und kümmert sich um ihren eigenen Kram, wird man kurz wie in 1989 in der Versuchung sein, den Schießbefehl zu geben, aber man wird es nicht wagen. Und dann wird es eine Übergangsregierung geben, dann wird es eine Verfassungsdiskussion geben, dann wird es eine Regierungsneubildung geben. Und das kann alles sehr schnell gehen. Darum, wenn du und ich mitgestalten wollen, wie die Welt aussehen wird, müssen du und ich, wir uns jetzt fragen, wie soll denn die Welt aussehen, die wir als lebenswert ansehen? Dann müssen wir jetzt anfangen, jetzt eine Verfassungsdiskussion zu führen. Dann müssen wir anfangen, unsere Vision zu klären und die in Worte zu gießen. Im Rahmen einer Verfassung. Wir müssen uns fragen, zum Beispiel, wollen wir weiterhin Parteien? Macht es überhaupt Sinn, Parteien zu haben? Oder soll jeder Landkreis seinen Abgeordneten einfach direkt in den Bundestag schicken? Dann hätte der Bundestag eine vernünftige Größe von vielleicht 300 Abgeordneten. Wäre eine Idee. Eine Möglichkeit, die wir diskutieren müssen. Oder wollen wir einfach nur die 5%-Klausel streichen? Wäre auch eine Möglichkeit, um neuen politischen Bewegungen die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme im Bundestag zu erheben. Oder was wollen wir tun, um eine echte Gewaltenteilung zu erreichen in Deutschland, weil die haben wir ja nicht, ja? Die haben keine echte Trennung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Alles läuft über den Bundestag. Ja, der Bundestag wählt den Bundespräsidenten. Der Bundestag wählt Richter oder die Parlamente wählen oder zumindest teilweise die Richter, ja? Die Parlamente, die Politik bestimmt die Gerichtspräsidenten, ja, und damit die Verwaltung der Gerichte und bringt Richter in Abhängigkeiten. Wie wollen wir das ändern? Jetzt sage mal, ja? Motzenkanäle, ja, sehen, dass das alles ungerecht ist und destruktiv und ungut, unmenschlich, das kann jeder. Und naja, du und ich auf jeden Fall. Aber was wollen wir denn ändern? Wie wollen wir es ändern? Wie soll unser Gesundheitswesen aussehen?
Wollen wir weiterhin Krankenkassen? Oder soll das der Staat alles übernehmen? Wie wollen wir das Großkapital rausdrängen aus dem Gesundheitswesen? Wie wollen wir das Großkapital rausdrängen aus unseren essentiellen Infrastrukturprojekten? Weil es ist doch klar, die Aktienmehrheitsbesitzer von irgendwelchen Kapitalgesellschaften haben ganz andere Interessen als du und ich, als das Volk, als die Menschen, als die Kommunen, als die Länder. Ja, das sind alles so Fragen, ja, die jetzt relevant werden, weil wenn wir uns nicht jetzt Gedanken darum machen, werden wir möglicherweise nicht mehr dazu kommen, unsere Stimme zu erheben, wenn es soweit ist, die Verfassung zu formulieren und zu verabschieden. Wenn ich jetzt sage, ihr könnt euch entspannen, es wird alles gut, ist das kein Aufruf, die Hände in den Schoß zu legen. Im Gegenteil. Aber es ist eine Frage, wohin richte ich meinen Fokus? Auf die Abwehr der Übergriffe? Klar, das muss auch sein. Aber wie viel Energie bleibt mir noch übrig? Wie viel Fokus bleibt mir noch übrig für den Aufbau von etwas Neuem? Ich denke, dass die Welt bis 2030 sich grundlegend politisch verändert hat. Und bis 2050 werden wir eine andere Menschheit sein. Bis 2100 wird der Umwandlungsprozess, also nach mehreren Generationen, wird der Umwandlungsprozess, der Transformationsprozess, wie manche das nennen, abgeschlossen sein. Ja, dann wird es ein Vergnügen sein, auf Erden zu leben, ja, weil die Rahmenbedingungen nährend sind, lebensbejahend sind, liebevoll sind. So.